Da kommt's ja. Und da werden sie zerpflückt. Hallo, es geht weiter mit The Riftbreaker. Wenn es euch gefällt, was ich hier mache, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, was ich hier mache. Das letzte Mal haben wir hier ein wenig eine gegnerische Welle wieder abgewehrt. Und jetzt will ich nochmal auch hier die Energie versorgen, weil das hier unten soll dann meine Forschungsbasis werden. Das heißt, ich brauche jetzt hier noch mal einen gut verschlechten Gewinn Biomasse aus Matsch. Ja, okay, wie auch immer. Erst einmal kommt hier auf den Gaslot das hier. Da bauen wir gleich zwei Gaskraftwerke noch dazu hin. Kann man direkt hier eigentlich so hinsetzen. 1, 2, 3. Dann können wir hier wieder zurück. Zack. So. Dann müssen wir das noch mit dem Powernetz hier unten verbinden. So, sieht es auch gut aus. Hier unten sollten wir eine ausreichende Verteidigung mittelfristig haben. Und da fällt mir ein, ich könnte auch noch mal in der Forschung reinschauen, was da noch so zu machen geht. Flammenwerfertürme, Biomasseverdichter. Ah, Flammenwerfertürme. Ist auch eine sinnvolle Ergänzung. Schauen wir mal kurz bei den Gebäuden. Können hier noch den Säurespuckerturm, den geben wir die Warteschleife. Damit warten wir noch. Dann haben wir hier magnetischer Riftstabilisator. Also hier die Flüssigkeitskompression, da sehe ich den Sinn noch nicht. Das hier können wir aber auch zur Forschung hinzufügen. Dann haben wir hier, dann geht mir einfach von links nach rechts, da haben wir alles zur Forschung hinzu. Wir nehmen mit, was geht. Keine Zeit verschwenden. So, ist gut. Sehr gut. Und jetzt können wir uns, wo wir keine Energie Versorgungsprobleme haben, können wir uns um das eigentliche Problem kümmern. Nämlich, wir müssen mit Wasser uns versorgen. So, lasst uns mal kurz schauen. Erst einmal Forschungslabor, das war das hier. Ja, da fehlt uns noch Carbonium. Vielleicht sollten wir irgendwann nochmal Carbonium erschließen. Damit es ein bisschen schneller geht. Zweifel. Also Carboniumforschungsanforderung ist schon schlecht geworden. Da hinten haben wir, glaube ich, noch Carbonium. Quelle. Da können wir einen vorgezogenen Posten ausbauen. Ja, eignet sich ganz gut für einen vorgezogenen Posten. So. Ja. Hier ziehen tatsächlich. Ja. Nicht so ideal. Machen wir hier nochmal zu. Nochmal zu. Hier machen wir das so. Hier wird der vorgezogene Posten hier nicht von blöden Energieeffekten betroffen ist.
So. Noch ein Tor. Jetzt kommen wir auf die Seite. Der Seite. Und auch eine Rift. Der Portal kommt auch hin. Bauen. Kleine Energieversorgung. Not enough Carbonium. Ja, das ist ja wieder bei dem Carbonium-Thema. Das oben dauert ein bisschen. Fördern wir noch ein bisschen Carbonium. Setzen wir das hier drauf, damit wir wirklich effektiv die ganze Quelle hier ausschlachten. Mhm. Es fehlt noch etwas, ein klein wenig. Versorgung. Die Versorgung ziehen wir direkt hier rüber. Ironium storage is full. Build more storage facilities. Verteidigungstürme. Hier hinten bauen wir so einen an. Ja, okay, Carbonium fehlt natürlich. Das sollte doch unsere Carboniumförderung ein bisschen verstärken. Ah, jetzt produzieren wir gefühlt zu viel Energie. Man kann nie zu viel Energie haben. Ach nee, das hier ist kein Carbonium, ich dachte gerade schon. So, Carbonium wird jetzt ausreichend produziert. Wobei, lass mal gucken, ob wir hier noch irgendwas erschließen können. Ich glaube hier. Was ist denn das hier eigentlich immer? Schießt da irgendwie ein Artilleriegeschoss immer? Ja, tatsächlich. Das Artilleriegeschoss nimmt die Gegner hier unten aufs Korn. Da können wir doch gleich mal. All systems are functioning as intended. I'm detecting a lot less movement amongst the local fauna than usual. Also ich wollte schon vor einiger Zeit dazu übergehen, die Forschungseinrichtung zu bauen, aber irgendwie war ich schon nicht abgelenkt davon, von dem Vorhaben. So, wieder mal hier rein. Wenn ich schon dabei bin. Ja, das dauert auch so viel Carbonium, den Boden hier zu bauen. Aber Energie mit der Gasenergieversorgung ist tatsächlich erheblich besser geworden. Muss ich echt sagen, das hat es total gebracht. Jetzt sind wir mal kurz noch hier unten. The moon is back to normal. Wow.
die Verteidigung hat's vollgebracht. Da kann man sich echt nicht beschweren drüber. Da baue ich hier tatsächlich ein ähnliches hin. In der Ecke. Bauen. Jetzt soll ich ja wieder auch sein Carbonium haben. Was fehlt noch? Es fehlt natürlich die hier. Da können wir gleich mal einfach einen Satz lokale Verteidigung bauen. Ich glaube, jetzt hat es irgendwie unsere Energie nicht ein bisschen verflüppt. Ja. Jetzt können wir auch die Türme. War das vorher gar nicht um Carbonium gelegen, wahrscheinlich. So. Also ein Artillerieturm hinten ran. Dann bauen wir hier einen von denen hier. Hier die Zweier-Variante. Not enough Kobold. Ja, doch, es ist doch wieder Kobold. Ganz schön viel Kobalt ist. Ach, Kobalt. Und da kommt mir gerade wieder eine Idee. Warum kann ich nicht Kobalt noch nicht abbauen? Automatisiert. Aber ich habe doch hier diese kleinen Türme. Oder kann ich das zwischen abbauen? Ich habe so viele Carbonium. Nein, bringt nichts. Das hier kann ich auch nicht. Dann haben wir die Turmmunitionsfabrik, ein Feststoffspeichermunitionsdepot, Flüssigkeitsdepot, Hydropumpe, Wasserfilteranlage, Gasfilteranlage, Biomasseverdichter, Gasförderer. Nee, ich brauche. Das ist auch okay. Wie auch immer. Drei. Nein, nicht drei. Acht. Ich habe praktischerweise diese Dinger hier. Damit sollte ich doch auch. So, habe ich davon noch mehr. Kurz Inventar checken. Ihr Abbaugerät. So. Research completed. Eure Spuckerturm hat sich inzwischen erledigt. Der verfeinerte Bohrkorb von dieser Version ermöglicht. Wie auch immer. Damit sollten wir doch automatisiert Kobalt abbauen können. Hoffe ich. Dann kann ich nämlich hier. Davon hinbauen. Dann die zweite Reihe dahinter noch zwei Raketenwerfer. So, damit sollte die Ecke abgesichert sein. Frage ist eher mit dem, ob das mit 6 Munitionsfabriken ausreicht. Ne, jetzt kümmern wir uns erstmal nicht mehr ablenken lassen, weil wir wollen jetzt nämlich wirklich mal die Forschungsanlage hinbauen. So, und dazu werden wir jetzt hier tatsächlich anfangen, Wasser zu fördern. Jetzt schauen wir uns kurz nochmal die Wasserförderungslogik an dahinter. Also,
Hier, damit bekommen wir hier aus einer Matschpfütze Matsch. Und den Matsch, den müssen wir dann reinigen hier. Der Matsch kann, sie kann, und eine Anlage kann 100 Matsch von 200 Schlamm zu 200 Wasser verarbeiten. Und was brauchen wir dann hier? Dieses hier braucht 10 Wasser pro Sekunde instant halt. Das reicht tatsächlich. Build more storage facilities. Eine Anlage. Würde ich sagen, dann. Jo. Ja, ich weiß, der eine Storage ist voll, der andere Storage ist zu leer. Meh, meh, meh. Kurz schauen. Hier noch irgendwo die schnelle Carbonium abfördern kann. Weil irgendwie sind meine Carbonium-Dinger. Gehen so langsam zur Neige. Das hier ist leer, das hier ist leer. So langsam wird das Carbonium ein bisschen eng. Ich könnte hier, ich brauche die hier eigentlich nicht mehr. Ich könnte da dann stattdessen Carbonium-Förderanlagen bauen. We should build stronger defenses around our base. Ja, yeah, ich glaube, das überleben wir. Ja, vor allem dauert es ein bisschen dauert, bis der Angriff kommt. Dann werden wir hier mal Carbonium-Förderanlagen hinbauen. So. Sollte unsere Carbonium-Förderung da ein gutes Stück anheben. Schauen wir doch mal hier. Hier kommt es halt hier. Ah, da könnte ich hier unten nochmal die Verteidigung nachziehen. Mal wieder so hier. So, so. Eine Artillerie hinten ran. Ein Reparaturgebäude. Hier. Hier. Die Stufe 2. Okay, hier, da ist daneben. Und mit Energieversorgung sollte ich es natürlich auch noch. So, und dann kommt hier noch in die Mitte in dem Fall ein Raketenwerfer. Vielleicht sogar zwei. Ein Raketenwerfertürme. So. Damit sollten sie eigentlich das, was von unten kommt, gut abwehren können. Traumhaft. Das ist schon deutlich besser, muss man echt sagen. Danger. Hostile creatures are approaching our base. Get ready for battle. Da kommen sie. Und da werden sie zerpflückt. There is a breach in our walls. Brauche ich hier noch ein Radar? Nur so. Das hat gut geklappt. Mal kurz sehen. Ich fürchte, da hinten hat es nicht ganz gut geklappt, wie es aussieht. Den unteren Teil hier, den könnte man eigentlich fast wieder abreißen. Wäre ja genügend. Ah, KBM, Carbonium! Gut, die Aufnahme habe ich mal beendet. Neige echt dazu, ja, die Ecke einfach abzureißen, weil ich einfach diese vielen
heile ich ja momentan gar nicht mehr brauche. In dem Maßstab. Genauso hier. So ein bisschen Optimierung. Gucken. Zeit der unendlichen Farmen hier ist vorbei. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. Und jetzt ist Carbonium Storage auf einmal voll. Ja, ich würde sagen, ich habe eine bessere Idee. Ich baue jetzt hier mal die Forschungsanlage. Boah, es kommt hier hin. Aber ein bisschen gedreht, weil das Wasser wird von irgendwo da kommen. So, hier schön an diesen Kristalldinge ran, dann haben wir unsere Forschung. Fantastic. I can't wait for it to be built. This building is going to open up a whole new range of possibilities for us. If I had a base like that on Orion, I wouldn't have lost my arm back then. How did that happen? I got careless while searching for Anorix crystals. I found a fascinating growth anomaly that was transforming all of its surroundings. I've never seen anything like that, so I had to take a sample. I was shielded inside a recon suit, but when I grabbed the crystal with my hand, it just went through it. My entire arm was infected. Why didn't you use a bioscanner to take the sample? They only work in conjunction with a lab like this. I didn't have a base on Orion or a mech suit to build one. I am sorry to hear that, Ashley. And I am glad that we got paired together. I will not allow something like that to happen to you. Okay, let's not get too emotional about that. If you look at it from a different perspective, I got an enhanced biomechanical arm replacement, and I still got the sample. Tiefe Zeit der Verteilung hier. So. Ein bisschen Basis bauen. Ein bisschen. Auch vielleicht nochmal sicherheitshalber. Wobei, bisher wurde das noch nicht so richtig aufgebraucht. So, die Munition, die man jetzt hier hat. So. Das hier in den Hintergrund stellen. Drei oben, drei unten. Dann werfen wir hier. Interesting. We should go and investigate that area. Schon wieder. Dachte, wir hätten das Nest-Thema erledigt. So. Jetzt kommt noch kurz die Energieversorgung. Was habe ich immer gemacht? Ich habe immer den Flintenturm in die Ecke gestellt. Diesmal auch nochmal jeweils so. Dann haben wir die hier daneben. Laboratory construction finished. We have to supply it with clean water to keep it operational. You can produce clean water by placing a pump in any type of liquid and delivering it to a water filtering plant for processing. Connect the output from the water filtering plant to the alien research laboratory using pipes. Yep, it's good. Gut. So, die Pipes, genau, das war das hier. Bauen. Aber wartet, aus. Hey du, ja, genau du, Mensch im Internet.
Wenn dir diese Folge von The Riftbreaker gefallen hat, unterstütze mich doch mit einem Daumen nach oben oder einem Abo. So du das schon getan hast, Dankeschön. Schau auch gerne in die Playlist oder die anderen Videos, die an dieser Stelle verlinkt sind. In der Kanal- und Videobeschreibung findest du außerdem meinen Twitch-Kanal. Wenn du mir dort folgst, kannst du mir live beim Spielen zusehen und mit mir chatten. Ich freue mich darauf, dort von dir zu lesen. Danke fürs Zuschauen dieses Videos und bis zur nächsten Folge.